Yo, liebe Leute, und herzlich willkommen hier zu einem neuen Video. Heute habe ich mir einfach mal gedacht, ein bisschen chilliger. Wir fahren mal die Stimmung hier ein bisschen runter. Und ich habe mir heute gedacht, heute gibt es mal so eine kleine Laberrunde hier an einem schönen Samstag einfach für euch. Wollte ich euch einfach mal ein bisschen erzählen. Der Kanal besteht ja in der letzten Zeit meistens nur aus solchen Sachen hier. Scheiße, wir haben ja hier überall Aufwälder. Prank mal wieder Cheng. Ja, das ist so der Satz, den ich eigentlich täglich auf allen Plattformen oder in meinen Ohren zu hören bekomme. Und es gibt einem halt auch viel zu denken, weil letzte Zeit kamen etwas weniger solche Sachen auf diesem Kanal. Und ich weiß auch, dass viele, sehr, sehr viele Leute diesen Kanal abonniert haben, weil es eben diese Pranks gegeben hat und auch noch geben wird. Also ich will das jetzt auf keinen Fall ausschließen, dass es jetzt keine Pranks mehr gibt. Für den AM-Prank kriegst du auf jeden Fall noch eine fette Revanche. Also wie gesagt, Leute, das Thema Pranks ist noch nicht ganz aus der Welt, aber wir wollen jetzt einfach ein bisschen mal runterfahren, weil es uns persönlich halt echt gefickt hat. Darf man das sagen? Ja. Denke schon. Gefickt. Ficken, ficken. Ach. Cheng und ich, wir können uns einfach komplett nicht mehr vertrauen in jeglicher Hinsicht. Das stört einfach nicht nur mich und Cheng, sondern auch einfach unser komplettes Leben so. Also wir können uns wirklich nicht mehr Hallo sagen, ohne dass wir denken, oh ja, jetzt passiert hier gleich wieder irgendwas. Also wenn ich irgendwas für den koche oder er macht irgendwas für mich, will mir ein Wasser geben oder so, ist immer dieser Hintergedanke von wegen, ja, ist ja eh irgendeine Scheiße da drin. Da ist ja wieder irgendeine Kacke gemacht. Und deshalb haben wir jetzt gesagt, dass wir erstmal das ein bisschen runterschrauben werde. Ich kann euch mal ein paar Screenshots hier einblenden von unseren Chatverläufen. Das ist wirklich... Ich habe wirklich einfach immer nur ganz normal gefragt, weil ich wissen wollte, wann Cheng nach Hause kommt, wegen Essen machen, wegen Wäsche. Man muss das ja halt wissen, so, um sich darauf auch einstellen zu können. Und da kam nie, wirklich nie eine richtige Antwort. Das hast du ja vor 3 Wochen gemacht, das Foto. Hier, ich habe, glaube ich, auch ein kleines Beispiel. Da könnt ihr mal reinhören, hier eine originale Sprachnotiz auf die Frage, wann Cheng wieder nach Hause kommen. Alleine jetzt schon zu fragen, wann ich wiederkomme und dann so pseudomäßig sagen sie, ja, wegen Prank, ist ja wirklich wegen Prank. Ich sag dir nicht, wann ich wiederkomme. Morgen, Digga, morgen. Dann haben wir uns halt echt einfach gedacht, so kann das nicht weitergehen, weil wir waren vorher wirklich Best Friends. Das war so geil hier in der WG. Wir hatten so viel Spaß. Auch in der Anfangszeit von den Pranks hat uns das mega viel Spaß gemacht. Aber das beeinflusst halt dieses komplette Leben und deshalb haben wir jetzt gesagt, machen wir das ein bisschen weniger. Aber Leute, macht euch keine Sorgen. Wir sind im Moment hier so am Konzeptionieren und alles für neue Formate, die wir auch zusammen machen, Cheng und ich. Und es wird auf jeden Fall weitergehen, also macht euch da keine Sorgen. Auch jetzt so von meiner Seite aus, ich werde auf jeden Fall immer weitermachen, wenn ich sehe, diese Community, die ich jetzt wirklich aufgebaut habe, die ich habe niemals gedacht, dass ich irgendwann sagen kann, dass ich eine eigene Community habe, aber ich habe Leute, die auf Insta Fanpages machen oder irgendwas und das bedeutet mir echt viel und zu sehen, dass so viele Leute hinter einem stehen, gibt mir echt Kraft, weiterzumachen und ich werde immer weitermachen, wirklich immer. Ist mir scheißegal, auch was andere Leute denken, es ist einfach, ich mache mein Ding und das, da kann mich keiner von abhalten und da wird mich auch keiner von abhalten. Und das gebe ich euch auch weiter, wenn ihr irgendwas verfolgt oder so, dann zieht das einfach durch, scheißt auf irgendwelche anderen Meinungen. Deshalb, ich wollte auch nie was zu diesem ganzen YouTube-Deutschland-Ding sagen, so, weil ich der Meinung bin, jeder sollte einfach sein Ding durchziehen und nicht über irgendwelche anderen Leute meckern oder urteilen oder sagen, ey, der macht aber das, das ist ja voll doof und so. Leute, ihr habt selber genug mit euch, diese, daher die Sprachfehler, so, also ich bin auch nicht fehlerfrei. Jeder hat mit sich selbst genug zu tun, finde ich, und es heißt ja immer so schön, packt euch an die eigene Nase, meine ist richtig groß, deswegen mache ich das auch öfter. Wie gesagt, ich verfolge einfach nur meine Ziele und das ist wichtig, dass ihr euer Leben lebt und nicht über andere Leute kritisiert, aber das ist jetzt nochmal ein Thema. Ich wollte jetzt einfach nur mal meinen Senf einmal kurz zugeben, dass es könnte alles so schön sein, wenn die Leute sich nicht so viel beschweren würden und einfach jeder sein Ding macht und happy ist. Nochmal kurz zu den Formaten. Ich muss wirklich sagen, dass Dinge wie zum Beispiel das YouTube-Camp oder die Mini-Tour mir so unendlich viel Spaß gemacht haben. Das war ein Killer-Move. Mir so unendlich viel Spaß gemacht haben. Das war unglaublich. Also die Mini-Tour, das war das Beste, was ich dieses Jahr gemacht habe, auf jeden Fall. Das war einfach so geil, rumzukommen, dort was zu sehen, dabei sich zu filmen, schneiden, was ich liebe. Ich liebe alles, was hier mit YouTube zu tun hat. Und deshalb
kann ich euch hier jetzt schon mal versprechen, dass es 2017 auf jeden Fall eine Longboard-Tour geben wird. Ich werde mich da ein bisschen hintersetzen, werde da ein bisschen organisieren, werde da machen. Also da könnt ihr auf jeden Fall euch sicher sein. Und wenn ich, keine Ahnung, alleine fahre oder irgendwas, aber ihr werdet mich 2017 auf dem Board sehen. Durch Deutschland, Österreich, Schweiz, ich weiß es noch nicht ganz genau, aber ja, vielleicht sind auch andere dabei. Dena hat auch schon hier sein Interesse bekundet. Scheiße, jetzt muss ich die Kacke wieder raussuchen und reinschneiden. Aber das wird eine Hammerzeit, Leute. 2016 war schon der Über-Shit. Ich habe das alles Cenk zu verdanken, dass wir uns damals dazu entschieden haben, hier zusammen in eine Wohnung zu ziehen und dieses Prank-Ding ja ein bisschen aufzubauen. Es hat mir auch einfach mega viel Spaß gemacht und ihr habt es ja in den Videos gesehen, dass wir einfach, es war einfach so unser Ding, wir haben da Herzblut reingesteckt. Jetzt, als wir gemerkt haben, das ist echt unsere Beziehung. Steng ist real. Nein, also unsere freundschaftliche Beziehung einfach komplett auseinander nimmt. Mal hier und da mal eine Sache einstreuen, wenn einem was einfällt. Ein paar Ideen habe ich natürlich auch. Ich hoffe, dass dieses Gespräch ist jetzt hier nicht allzu langweilig für euch, weil ich rede eigentlich relativ gerne und ich bin auch ungerne allein. Das ist auch nochmal ein Punkt, warum halt viele Sachen nicht so stattfinden konnten, wie ihr euch das vielleicht gewünscht habt, weil ich war letzte Zeit oft in dieser Wohnung alleine, weil Cheng hatte viele Termine außerhalb, der war jetzt in Afrika und alles. Dann kann man halt nicht so alles zusammen machen und das hoffe ich natürlich, dass ihr das auch verstehen können. Ich finde das auf jeden Fall richtig scheiße, alleine zu sein. Deshalb finde ich es auch cool, mit euch gerade zu reden. Auf jeden Fall noch zusehen, dass ich um Halloween herum noch ein kleines schickes Video baue. Es gibt immer Höhen und Tiefen im Leben. Und ich sehe das jetzt hier eigentlich gar nicht als eine Tiefe, sondern einfach als was dazugehört. Im Moment ist es wirklich so, wenn ich ein Video hochlade, wo ich auch wirklich viel Mühe reinstecke und alles, habe ich sofort nach dem Upload so direkt 300 Abonnenten. Ich denke mal, weil viele wollen einfach nur Pranks sehen, dann denkt man sich so, ja, boah, man hat jetzt so viel Mühe reingesteckt und das erste, was man kriegt, ist so ein Schlag in die Fresse. So. Aber ich muss trotzdem ein riesiges Dankeschön an euch sagen, Leute, weil ohne euch wäre ich, würde ich nicht hier sitzen, wäre ich... Scheiße, jetzt ist mir eine Kugel runtergefallen. Würde ich nicht hier sitzen und könnte diesen Traum wirklich nicht leben. Ich habe so lange danach gesucht, was ich in meinem Leben machen kann und ich habe jetzt wirklich meine Leidenschaft gefunden, das, was ich worauf ich Bock habe und deshalb Dankeschön an euch Leute, dass ihr mir das hier ermöglicht und ich arbeite wirklich hart. Manchmal mag das vielleicht nicht so rüberkommen, YouTuber immer hier und da zwei Videos die Woche, denkt man, das dreht man ab und fertig. Aber es passiert halt auch so viel im Hintergrund und ich kann jetzt nochmal eine kleine Ankündigung sagen. Am 16.11. ist es endlich soweit. Da wird was Großes passieren. Ich verrate euch leider noch nicht was, aber es wird kommen und es wird... Nice, Leute, seid gespannt. Ich bin echt überzeugt, dass die Leute, die hinter mir stehen, mit denen gehen wir noch einen richtig weiten Weg. Wir hauen uns nach vorne, wir gehen durch und wir schaffen das auf jeden Fall. Ich werde weitermachen. Ich wollte das jetzt nur mal loswerden. Ich hoffe, ihr habt noch ein schönes Wochenende, einen schönen Samstag. Verbringt den mit euren Freunden, mit eurer Familie. Schaut euch ein paar coole Filme an, irgendwas. Aber auf jeden Fall genießt das Leben. Packt euren Arsch in die Hand und macht was. Ihr lebt nur einmal. Das klingt so dumm, es ist YOLO-Gelaber und so, ne? Aber es ist so. Deshalb muss man einfach Gas geben. Das machen, was man liebt. Mache jetzt die Kamera aus und schneide dieses Video, weil ich das hier alles liebe. Und ich liebe auch noch viele andere Sachen. Viele Personen, ein paar Personen, sehr gerne. Meine Familie. Ja, Leute, 16.11. Merkt euch das Datum. Wenn ihr dabei bleiben wollt, dann könnt ihr hier auf Abonnieren klicken, hier die letzten Videos. Und ja, so bin ich halt auch. Nicht immer nur ja, Cheng irgendwas in die Fresse hauen, sondern auch mal ein bisschen Real Talk. Also, wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein.